Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute zeige ich euch die Lego Star Wars Mos Eisley Cantina mit der Setnummer 75290. Und als erstes werde ich die Anleitung zeigen, dann die Figuren und dann die Cantina. Die Anleitung ist ein schmales Heftchen, ja. Also das haben sie nicht geteilt. Da hat man ordentlich was. Und zum Anfang hat man wieder ein paar Informationsseiten, ein paar Bilder aus dem Film. Und das Besondere ist, dass mittendrin in der Anleitung auch noch mal ein paar Informationsseiten sind. Also hat man immer mal zwischendurch etwas zum Lesen. Hier ist auch der Stickerbogen, den ich als Lesezeichen benutzt habe. Auf die Aufkleber kommen wir später zu sprechen, aber eins sei schon mal gesagt, viele Aufkleber sind hier nicht dabei. Kommen wir zu den Figuren und wir fangen mit den gängigsten Figuren an. Ein Jawa hat man oft, der tausendste R2, der tausendste C3PO und das kann ich fortführen. Sonst, wie oft haben wir schon Han Solo gehabt? Luke, Obi-Wan, Chewbacca. Hierbei gibt es jetzt nichts Besonderes. Ich zeige euch mal noch die Zweitgesichter. Und zwar hat Han und Luke, beide haben ein grimmiges Gesicht. Und das Gesicht, das ihr eben gesehen habt. Also wirklich nichts Besonderes dabei. Dann kommen wir zu interessanten Figuren. Gut, die Band, die hatten wir auch schon öfters. Leider sind ja nur drei dabei, warum auch immer, auch wenn es fünf eigentlich sind. Greedo, ja, Standard. Und dann kommen wir hier zu einem Stormtrooper mit diesem schönen Cape. Der hat einen neuen Print und von daher ist er in diesem Set exklusiv und kostet auf Bricklink bei deutschen Händlern auch schon über 10 Euro. Dann haben wir den Kollegen hier, der ist auch neu und exklusiv und kostet auch um die 15 Euro. Weiter geht's mit den sehr interessanten Figuren. Was auch der Hauptgrund für mich war, dieses Set zu kaufen. Und zwar sind das hier alles exklusive Figuren, bis auf den Barkeeper hier. Der kam schon mal in einem Set vor. Wie ich finde, sehr schöne Figuren. Ansonsten hätte ich mir das Set auch wahrscheinlich eher weniger gekauft. Er hier hat kein zweites Gesicht. Auch ganz klar, aber hier schöne Kopfteile. Dann kommen wir hier zu Dr. Eva Zahn und der hat ein zweites Gesicht und zwar sein erschrockenes Gesicht. Der Barkeeper, der hat auch ein etwas wütenderes Gesicht. Der sieht ja richtig außer sich aus. Zwinker. Und dann die beiden Highlights für mich. Das ist er. Der hat auch ein Zweitgesicht. Also das erste Gesicht hier erstmal ist sehr schön eingefangen. Dieser Gesichtsausdruck aus dem Film, wenn der da so in der Ecke steht und grinst. Und dann der andere Gesichtsausdruck. Na, da ist er etwas grimmiger. Und dann kommen wir hier zum imperialen Spion. Für viele die interessanteste Figur, für mich auch, natürlich, die gab es halt wie viele andere auch noch nicht. Außerdem haben wir noch den Dubek, den konntet ihr im Hintergrund schon sehen. Der macht es sich da an einer Futter- und Wasserquelle gemütlich. Der schlürft da ein bisschen etwas. Und obendrauf sitzt hier ein normaler Stormtrooper mit schöner Sandbedruckung. Der ist auch exklusiv in diesem Set, weil er neue Prints hat oder ein neues Helmteil.
aber hier auch ein schönes Cape an der Seite. So, dann kommen wir hier noch zu einem kleinen Nebenbild und zwar dieser Speeder. Wie viele andere finde ich es auch schön, dass sie keinen tausendsten Luke's Land Speeder mit in das Set gebracht haben. Das wäre ja durchaus zu denken, obwohl schon einer am Markt ist. Hier sind auch direkt einige Aufkleber mit dabei. Und zwar hier, der gleiche ist auch auf der anderen Seite. Dann ist das hier auch ein Aufkleber, so wie hier. Und die sind dann auch auf den anderen Seiten. Außerdem haben wir im Cockpit, so wie hier, auch nochmal einen Aufkleber. Dadurch werden die Steuerelemente dargestellt. Und dann kommen wir noch zu diesem Gefährt. Sieht man nur kurz im Film. Ich finde es hässlich. Hier sind natürlich auch noch andere Aufkleber dabei. Die machen das auch nicht gerade schöner. Also, da würde ich mich nicht gerne reinsetzen. Nun kommen wir zur Kantine an sich. Und erstmal gehe ich auf diese kleinen Hütten ein, die hier nebenstehen. Und zwar sind das zwei, die sich hier ganz einfach trennen lassen. Ja. Nettes kleines Hütchen. Das Dach hier, das geht extrem leicht ab. Ich habe es daran mal gegriffen. Natürlich ist alles in tausend Teile zersprungen. Dann haben wir hier noch den Innenraum. Ja, das ist alles ganz nett. Und hier die zweite Hütte mit diesem kleinen Stoffsegel. Das finde ich wirklich schön. Und die lässt sich dann auch noch aufklappen. Hier ein Blick in den Innenraum. Also überall in diesem Set sind irgendwo lose Sachen in Kisten. Wenn man das mal ein bisschen grober anfasst, dann fliegt einem da alles durch die Gegend. So, wir machen das noch mal kurz dran, denn ich möchte euch die Maße sagen. Und zwar ist die Cantina, so wie ihr sie jetzt seht, 70 cm breit. Der höchste Punkt ist dieser Generator hier. Der ist 20 cm hoch. Und tief ist die Kantina von diesem vordersten Punkt hier bis dort hinten. Hier ist noch ein kleiner Anbau. Ist sie 40 cm breit. Da steht die Kantina vollkommen ausgeklappt. Der Tisch ist etwa 1 Meter lang. Die Kantine über 1 Meter lang. Und die Kantina ist auch über 1 Meter lang. Also, wenn ihr euch das ins Regal stellen wollt, das wird auf jeden Fall eng. So, als erstes könnt ihr hier den Eingang sehen. Hier ist eine Tür, die sich hochschieben lässt. Ist zwar nicht wie im Film, aber das finde ich ganz nett gemacht. Und hier geht es weiter mit den Räumlichkeiten. Ja, da kommt schon eine düstere Stimmung rüber, zumindest dort in der Ecke, wo wenig Licht hinkommt. Und dann geht es hier weiter mehrere kleine Kabuffs gibt es hier, in denen dann düstere Gestalten ihre Machenschaften vollziehen können. Hier ist die Bar. Vor allem wird das auch einige freuen. Es sind ein paar Chromteile dabei. Und dann geht es nebenan weiter mit der Tribüne für die Band, für die unvollständige Band. Also da hätten sie ruhig mal noch zwei weitere Biff Musicians reinpacken können. Und nebenan geht es dann weiter mit zwei kleinen Kabuffs. Und in diesem Kabuff könnt ihr die Szene aus dem Film nachspielen, Han Shots First. Und zwar ist hinten ein Hebel. Ich demonstriere das euch erstmal. So. Da hat der Han als erstes geschossen und hat Greedo erlegt. Hier ist die Rückseite. Und zwar sind hier die beiden Hebel. Und
Ich weiß zwar nicht, warum es zwei Hebel gibt, aber man kann Hahn oder Greedo als erstes schießen lassen. Ich habe den Hebel eben betätigt und wir sehen, Hahn ist auch umgekippt. Dieses Dach ist normalerweise zu, genauso wie die anderen Dächer hier, aber man kann sie einfach abnehmen und dann hineingucken. Hier auf der anderen Seite gibt es ebenfalls eine Tür, die sich hier öffnen lässt. Das ist der Hintereingang. Dort hängen noch einige Fläschchen. Und hier ist die Steuereinheit übrigens auch mit einem Aufkleber gelöst worden. Hier noch ein Blick von oben. Und zwar könnt ihr dort sehen, wie die Kantine befestigt wird. Und zwar mit einem Pin. Das muss man dann zusammenschieben. Setzen wir mal noch das Dach drauf. Das liegt da einfach nur oben drauf und dann sieht das so aus. Insgesamt finde ich die Idee gut, dass eine Kantine auf den Markt gekommen ist, aber gerne für weniger Geld. Mit Rabatten ist, denke ich, ist dann zu rechnen, wenn das Set in den Handel kommt. Ja, gut, bei den Exklusivpartnern. Vielleicht bei Smith's Toys, vielleicht bei Galeria Kaufhof. Und wenn man dann auf eine 20% Aktion wartet, dann sind es 280 Euro. Damit kann man dann schon eher leben. Aber zurzeit sieht es eher weniger nach Rabatten aus, denn das Set ist ziemlich begrenzt zurzeit. Und das wird auf eBay Kleinanzeigen und eBay schon für über 350 Euro gehandelt. Also auf gar keinen Fall dort kaufen, wenn denn warten, bis es wieder bei Lego verfügbar ist und dann eventuell mit dem GWP. So habe ich es auch gemacht. Ich habe mir das Set bestellt und dann habe ich ein GWP bekommen. Dann geht das immer auch noch. Aber einfach nur für die 350 Euro kaufen, davon würde ich auf jeden Fall abraten. Ansonsten aktueller Bestpreis ist 330 Euro und zwar bei Pro Shop. Und ansonsten gibt es zurzeit keine Alternativen. Alternativen ist ein gutes Stichwort. Ich baue zurzeit das Kada Supercar. Bisher hatte ich damit sehr viel Spaß und deswegen gehe ich jetzt weiter basteln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao!